Wie du aus Lightroom Fotos auf einen USB-Stick exportierst. Wähle in Lightroom die Fotos aus, die du haben möchtest. Zum Beispiel dieses hier. Und ich wähle gleich noch ein zweites und ein drittes aus. Vielleicht möchte ich dieses hier noch und dieses hier noch haben. Ich halte jetzt eben die Steuerungstaste gedrückt und wähle mehrere aus. Dann drücke ich die Taste B, um sie zum Schnellsammlungsordner hinzuzufügen. Man sieht, hier oben sind jetzt drei Fotos drin. Das Ganze kann ich auch noch mit weiteren Ordnern machen und zum Beispiel hier sagen, ich möchte dieses Foto noch haben und dieses Foto und dieses. Und wenn mir jetzt einfällt, dieses letzte Foto hier möchte ich nicht haben, drücke ich einfach nochmal B und dann wird es wieder aus der Schnellsammlung entfernt. Gehe dann in die Schnellsammlung rein. Wähle alle Fotos aus, indem ich einfach Steuerung A drücke. Was ich jetzt mache, ich sage exportieren, Ordner später wählen. Ich stelle noch sicher, dass ich hier, wenn ich die Fotos ausbelichten möchte, ungefähr 85 als Qualität eingestellt habe, irgendwas 80 oder 85, ist egal. Dass ich die Bildgröße nicht ändere, das heißt, wenn es irgendwas jetzt hier angegeben ist, bitte das Häkchen wegmachen und dass auch kein Wasserzeichen drin ist. Wenn ich Fotos fürs Internet exportiere, habe ich oftmals ein Wasserzeichen drin. Das möchte ich jetzt nicht haben. Und dann klick auf Exportieren. Dann wähle ich den USB-Stick aus, sage Select Folder. Und dann sieht man hier oben, dass der Export jetzt durchgeführt wird. Das dauert ein klein bisschen, weil die Fotos gegebenenfalls nochmal neu berechnet bzw. komprimiert werden. Und wenn ich in Lightroom Anpassungen vorgenommen habe, werden diese jetzt eben auf das Foto angewandt. Dann ist er fertig und ich kann sowohl unter Windows als unter Mac funktioniert es ja ähnlich. Wenn ich jetzt in den Explorer oder unter Mac in den Finder gehe, dann kann ich hier eben sagen, ja, ich möchte das bitte auswerfen. Dieses Device, kann es abziehen und bin fertig. Und das war's.